Eine herzliche musikalische Begrüßung vom Seehasen-Fanfarenzug aus Friedrichshafen war das. Die Sonne hat ihr schönstes Lächeln gezaubert und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Hause, wie auch hier in unserem Biergarten in Friedrichshafen beim Seehasenfest, einem traditionellen Kinderfest. Und schön, dass Sie hier alle hergekommen sind, direkt ans Bodenseeufer zu Sommerfreuden am Bodensee, direkt vor dem Graf Zeppelin-Haus. Sie alle haben nur eines im Sinn, den Seehasen finden. Große und kleine Häfler, so nennen sich die Einwohner von Friedrichshafen, wollen dabei sein, wenn der flauschige Seebewohner eingefangen und an Land gebracht wird. Mit 3 Schiffen fahren sie raus, der Fanfarenzug bläst zur Hasenjagd. Das Jahr über lebt der Seehase im Bodensee, nur zum großen Fest kommt er heraus. Die Kinder an Bord wissen, wo es hingeht. In die Mitte vom See. Weil? Da die Schiffe zusammenkommen und dann kommt der Seehase. Habt ihr den da in der Tasche oder was kommt da Weißes raus? Oh, hey, zeig den mal. So schaut er aus. Ja. Wohnt er im See? Ja. Ja? Kann der schwimmen? Nein. Na, ein bisschen dran glauben muss man halt schon. Aber die Häfler tun das seit mittlerweile 65 Jahren. So lange gibt es das Seehasenfest schon. Suchen Sie auch den Seehasen? Ja. Warum? Warum? Weil es zum Friedrichshafener Fest gehört. Glauben Sie, dass man wieder findet? Mit Sicherheit. Die Kinder halten eifrig Ausschau. Lange kann es ja nicht mehr dauern, bis der Seehase endlich an Bord kommt. Wir sind ganz nah dran. Wir haben ja aktuelle Wasserstandsmeldungen vom Seehase selber und wissen, auf welcher Wasserhöhe er sich jetzt gerade befindet. Also er ist kurz vorm Aufstieg. Und tatsächlich, ganz plötzlich ist er da. Groß und flauschig kommt er aus der Kapitänskabine. Riesige Freude auf allen Schiffen.